Willkommen zum neuen Video, liebe Jagd- und Naturfreunde. Ja, manchmal meint es das Schicksal gnädig mit einem. Und so hatte ich das Glück, meinen Jagdfreund Hubert kennenzulernen. Mir wurde hier die Erde zuteil, an einem ganz besonderen Ort ein paar ruhige Tage mit meiner Familie zu verbringen. Neben der atemberaubenden Landschaft und dem wirklich tollen Ausblick war auch jede Menge Platz für unsere vierbeinigen Freunde, die übrigens Hubert und mich zusammenbrachten. Bene genoss natürlich auch die Freiheiten hier oben und erkundete ein ums andere Mal mit Balu zusammen die Weiten dieses idyllischen Reviers. Mir wurde hier darüber hinaus die Ehre zuteil, Hubert auf der Jagd zu begleiten und zusammen mit ihm auf Gams zu weitwerken. Das sind die natürlichen Bremsen. Zu Fuß ging es zu verschiedenen Ansitzeinrichtungen, von denen aus man wunderbar die Gegend abglasen und das Wild beobachten konnte. Aufgrund der weiten Distanzen ist richtiges Equipment hier extrem wichtig. Und so waren Hubert und ich sehr überrascht, wie gut mein EDX-Spektiv von DD Optics mit seinem doch etwas teureren Spektiv mithalten konnte. Allerdings musste ich schnell feststellen, dass Hubert die bessere Auflagemöglichkeit hatte und ich deshalb leider einige Aufnahmen etwas verwackelte, aber daran wird jetzt noch gearbeitet. Das Einzige, was jetzt... Es ist schon immer wieder ein echt tolles Erlebnis, diese elegante und trittsichere Wildart hoch oben am Berg zu beobachten. Na, das sind schon noch zwei. Ja. Genau, die runter habe ich bloß gesehen. Auf den. Ja. Nachdem ich diese eindrucksvollen Bilder einfangen konnte, ging es dann zurück zur Jagdhütte. Hier oben am Berg entschleunigt sich das Leben. Weit weg sind die Hektik und der Zeitdruck aus dem Alltag. Das und der Ausblick auf eine Artenvielfalt, wie wir sie im Revier kaum noch haben, vermittelt einen eine ganz andere Lebensqualität. So nutzten wir die meiste Zeit zum Entspannen, Beobachten und einfach nur mal die Natur genießen. Gibt's dann heute dafür, dann machst du uns gerne. Am Abend ging es dann wieder auf zur Jagd. Als wir am Gegenhang einen jungen Bock erblickten, meinte Hubert, der würde passen und wäre auch gut anzugehen. So machten wir uns auf den Weg und stiegen auf zu dem Kamm, von dem aus man den Bock aus der Nähe sehen kann. Dort blieb leider wenig Zeit zum Filmen und so wird das, was hier geschah, nur bei Hubert und mir in Erinnerung bleiben. Dennoch möchte ich euch kurz schildern, was hier nun passierte. Der Bock stand einige Meter über uns und ich musste meine Position nochmal verändern, um ein freies Schussfeld auf ihn zu bekommen. So kroch ich auf allen Vieren etwas weiter bergauf. Zum Schluss war lediglich ein Baumstumpf zwischen mir und dem Bock, der immer wieder in meine Richtung äugte. Im absoluten Tiefgang robbte ich hinter dem Baumstumpf.
Behutsam legte ich das Gewehr an und zielte. Doch die Anstrengung und vor allem die Aufregung und das Jagdfieber ließen keinen Schuss zu. Schließlich sprang dann der Bock nach unten ab, zog aber zu meiner völligen Überraschung weiter auf mich zu. Zum Schluss war er dann keine 50 Meter mehr von mir entfernt, als ihn die Kugel der 65284 traf. Was für ein Erlebnis, was für ein Abenteuer. Vielen Dank nochmal, Hubert, für diese wirklich großartige Zeit. Wirklich selten hat man die Möglichkeit, in einem so familiären Umfeld genau so etwas zu erleben. Euch danke ich auf jeden Fall fürs Reinschauen und ich hoffe, ihr schaut demnächst auch wieder rein, wenn es neue Abenteuer gibt. Natürlich würde ich mich über ein Abo und einen Daumen nach oben sowie nette Kommentare von euch freuen. Bleibt gesund, bleibt man's heil und bis demnächst. Servus!